Ich bin Sinja Hemke, 25 Jahre alt und Fotografin. Ich versuche tatsächlich, die Momente einzufangen, die wirklich echt zwischen den beiden sind. Die Liebe zwischen den beiden und jetzt nicht so, sondern wirklich, dass die beiden miteinander interagieren und Spaß an dem haben, was sie da gerade tun. Und jetzt darfst du ihr einen Witz ins Ohr erzählen. Ja? Ja. Witz erzählen? Ja. Den schlechtesten, der dir einfällt. Wir sind Inge und Horst, 60 Jahre verheiratet, 83 Jahre alt. Wir haben zwei Kinder, vier Enkel und drei Urenkel. Für mich ist die Liebe, ich habe meine Frau kennengelernt. Ist meine erste Frau gewesen und habe nie eine andere Frau geliebt. Mir gefällt alles, außer die Farben. Die gefallen mir nicht. Wir sind Luca und Anke, wir sind 20 und 25 und seit einem Jahr zusammen. Die große Liebe ist für jeden irgendetwas anderes und man muss für sich selbst herausfinden, was es bedeutet. Und ja, man hat großes Glück, wenn man auf so etwas trifft. Ich glaube, Menschen verändern sich und wenn man nach so vielen Jahren immer noch so gut zueinander passt, dann war es wohl von Anfang an richtig. Jetzt ein Jahr zusammen sind oder ob die 60 Jahre zusammen sind, wenn sie dann mal knutschen oder Händchen halten oder rumturteln, sich in Popo kneifen, rumzergeln, kitzeln, dann ist es tatsächlich wie, als wären wir gerade noch Teenager. Auch nach 60 Jahren küssen wir uns jeden Tag. Morgens vor allen Dingen, wenn wir wieder gesund aufgestanden sind. Vor dem Kaffee trinken. Uns zu küssen vor der Kamera ist doch nicht schwer. Ist leicht, ne? Ja. Also ich glaube, ein Geheimrezept für grundsätzlich Liebe und Paare ist, dass man das nicht einfach aufgibt und dass es immer noch funktionieren kann und dass es man in jedem noch so komischen Moment doch irgendwie Spaß haben kann und fröhlich sein kann und alles vergessen kann, wenn man nur gerade mal sich anguckt.